Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu der Saga von Odysseus. Weiter geht's. Ja, wir müssen unsere lieben Gäste aus dem Haus bekommen. Und unsere Frau erkannt uns ja auch nicht. Wir sehen halt aus wie so ein Jesus mit so einem komischen weißen Betttuch an und so weiter. So, gut. Die Rüstung, die Pfeile haben wir schon. Jetzt haben wir auch den Sack. Dann sacken wir das Ding mal ein. Oder, ja, das passt aber nicht, das muss doch viel weiter darüber. Naja, gut, okay. Er wird es schon machen. So, und jetzt. Was? Drücke die linke Maustaste, um den Bogen zu spannen, lasse die Maustaste los, um zu schießen. Soll ich direkt aufs Netz, auf das schießen, oder was? Du musst doch da oben irgendwo am Haken hinschießen, oder? Hier, wo es festgemacht ist. Sag mal, jetzt wackelt auch mal nicht so. Ich habe den Bogen ja noch nicht mehr wirklich gespannt hier. Alter, das wird doch nie was. Ja, das war klar. Das ist nicht so. Da muss ich genau aufs Nest schießen. Ja, der hängt im Nest. Alles schön. Ja, deswegen hat es auch so viele Löcher oder was? Ja, toll. Also wenn man das mit einem Bienennest macht, dann würden die jetzt schon rausschwirren. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wie viel Munition habe ich denn überhaupt? Ja, das müsste doch jetzt einfach mal... Ich schieße einfach nochmal aufs Nest. Ach, okay. Wenn man ein paar Mal ins Nest reinschießt, dann fällt es irgendwann runter mit samten Pfeilen. So, und der Sack ist natürlich zu. So, jetzt haben wir einen Sack mit Bienen. So, und wahrscheinlich macht es tatsächlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Den Sack mit Bienen da reinschmeißen und dann, oder nicht? Ja, ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Warte. Das merken die doch. Ja, da bin ich. Ja, mir tut die Biene natürlich nichts, ne? Ah, jetzt hat er auch wieder normale Haare. Also gefärbt. Ja. Spiel entwickelt von Rainbow Games. Andrew, Mensch, Kofi, Victor, ein Haufen Leute, Spezialeffekte, Magic Particle, Selegie. Ja, Leute, jetzt ist das Spiel schon rum. Und ich starte hier aber eine neue Folge, hätten wir das gewusst hier. Ja, jetzt, das war auch schon der Abspann. Okay, also das Spiel wurde entwickelt von Rainbow Games. Andrew Mescherakov, Viktor Nikulin, Svetlana Kolosova, Anastasia Sudakova, Alexander Melnikov, Ivan Mitaev, Mikhail Makovkin, Ivan Gorokov und Irina Nikitina. Ressa Schwarzwald, Roman, Roman, Pam Mutzin. Ja, ich hoffe, ich habe die Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Also wahrscheinlich halt eine russische Produktion. So, ja, also für die Spezialeffekte wurde die Magic Particles Technologie von Astralax verwendet. Okay, drücke ich mal her. Gut, also das war die Sage von Odysseus. Ganz knallhart, kurz und bündig. Ja, damit ist eigentlich die Aufnahme schon gleich wieder fertig. Dann sage ich einfach wieder Tschüss, danke fürs Zuschauen. Ne? Also so blöd, wie es klingt. Weil mehr kann ich jetzt nicht erzählen. Oder ich müsste das jetzt zusammenschnippeln, das letzte Video. Nee, das mache ich nicht. Also dann ist es halt jetzt so. Ja, ich ziehe jetzt einfach mal so ein bisschen die Sache in die Länge. Egal.
Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Die Sage von Odysseus war jetzt natürlich ein klassisches, was heißt klassisch, also nach heutigem Stand klassisches Wimmelbildspiel. Nicht so wie dieses ganz alte Ding, was ich da vorher gezeigt habe, mit den drei Folgen da. Aber ich habe da noch ein paar von, also ich habe auch noch von daher jetzt welche. Also wieder mal ganz andere Wimmelspiele, wieder eine ganz andere Geschichte. Natürlich lade ich euch da ganz recht herzlich dazu ein, die Videos dann auch anzugucken. Ja, ich muss die natürlich noch aufnehmen jetzt demnächst. Ja, man will ja immer was haben für euch, ne? Ja, entweder kommen jetzt halt Wimmelbildspiele oder es kommen Adventure-Spiele, je nachdem. Vielleicht werde ich auch noch ein neues Projekt mit reinnehmen, das weiß ich noch nicht. Ja, momentan liegt ja hier Satisfactory brach, weil ich da aufs neue Update warte. Ich möchte es jetzt nicht beenden direkt und dann habe ich einfach gesagt, ich warte jetzt einfach mal ab, werde den Slot jetzt aber nicht irgendwie mit was Neuem überspielen oder sonst sowas. Aber ich könnte halt in der Zeit, wo der Patch noch nicht kommt oder das Update, könnte ich ja was anderes bringen. Das weiß ich noch nicht, da muss ich mal schauen. Ja, mir fällt gerade im Moment auch nichts Besseres ein. Vielleicht mal noch ein Rätselspiel. Also jetzt kein Wimmelbildspiel, Rätsel-Dingsbums hier, sondern wieder sowas wie eben The Room oder so. Vielleicht irgendwas mit Sherlock Holmes oder sonst sowas. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe da mal irgendwann Sherlock Holmes angefangen, privat zu spielen. Aber das Spiel, das hat mich danach, ja, nach einer Weile im Stich gelassen, ließ ich dann irgendwie nicht mehr ausführen, um zu starten. Dann habe ich es, glaube ich, von der Platte geputzt, weil ich gesagt habe, ja, riecht mir jetzt auf, das muss weg. Vielleicht hat sich ja inzwischen irgendwas ergeben, dass sich das Spiel jetzt wieder spielen lässt oder weiß der Geier was, warum es nicht ging. Ja, mal gucken. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich jetzt hier den Gartenflipper mal wieder vorstelle. Was heißt, na, der Gartenflipper, das wäre, ja gut, nee, da muss ich erzählen, das hat mir ja aufgeregt, dass er beim Hausflipper sozusagen dann hier nichts praktisch den Garten implementiert haben. Ich hatte gedacht, das wird implementiert, das wird ein DLC dazu einfach, also ein kostenloses, nein, das muss man auch wieder kaufen und das sehe ich einfach nicht ein und, naja, gut, deswegen kommt jetzt momentan eigentlich auch nichts mehr vom Garten, vom Gartenflipper, vom Hausflipper. Ja, das so zu. Also ich nutze jetzt halt die Zeit mal hier noch ein bisschen zu erzählen, ne? Ja, irgendwann habe ich ja mal angedacht, Factorio wieder zu bringen. Aber Factorio habe ich schon Bock drauf, aber ja, das habe ich ja mal gedacht, dass ich vielleicht irgendwie ein Digi-Szenario oder was bringe und ja, aber im Moment habe ich einfach kein Drive dazu. Mein Mass-Effekt Andromeda läuft natürlich nach wie vor weiter, so wie es ist. Ja, das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Ich kann mir vorstellen, dass das doch eine längerfristige Angelegenheit gibt. Jo. Und wie gesagt, was ich jetzt hier nach hier der Sage von Odysseus bringe, mal schauen. Muss ich mal gucken, was ich da jetzt für... Also ich werde hier wahrscheinlich weiterhin Wimmelbildspiel erstmal bringen. Wir machen jetzt einfach mal hier ein paar Let's Wimmel Sachen hier. Aber wie gesagt, ich lade euch auch gerne natürlich ein, mir Vorschläge zu machen, was man da vielleicht mal spielen könnte, was ihr sehen wollt oder so. Dass ich jetzt die neuesten Spiele nicht hab oder mir jetzt eigentlich nicht unbedingt kaufen muss zum Vollpreis. Das muss man auch verstehen. Für mich ist das Ganze hier ein Hobby mit den ganzen Let's Plays, mit den Videos machen. Ich verdiene im Prinzip hier gar nichts. Es ist auch tatsächlich so, ich verdiene nichts daran. Und naja, ich stecke halt einfach so mein Geld hier rein in das Ganze. Natürlich, das soll jetzt ja kein Battle-Ding sein hier, dass ich jetzt sage, ihr müsst mir jetzt was spenden oder sonst sowas. Also es darf gespendet werden, wer das gerne möchte. Kann mir was zugutekommen lassen hier. Ich werde es natürlich in, das könnt ihr nicht überprüfen, klar nicht, aber ich werde es natürlich in Spiel investieren oder in Hardware für den PC. Es geht ja aber was kaputt, es geht eine Festplatte kaputt, es geht eine Maus kaputt, es geht eine Tastatur kaputt, es geht ein Mikrofon kaputt, es geht ein Monitor kaputt oder was, ne?
oder der Kopfhörer mag nicht machen, ne? Oder ich will vielleicht mal ein gescheites Mischpult haben oder sonst sowas. So, ja, kann ja alles passieren, ne? Mehr weiß es nicht. Irgendwas kann immer passieren. Auf jeden Fall wird solche Zuwendungen im Kanal investiert. Ja, ich überlege auch schon lange, eine neue Grafikkarte mir anzuschaffen, aber dann sage ich, tut es denn Not, solange es die alte tut, solange ich mit der so zurechtkomme, solange ich nicht praktisch alle Spiele, wo jetzt da so kommen, auf niedrigsten Einstellungen dann spielen müsste oder so, da ist es mir eigentlich lang gut mit der Karte, solange die funktioniert. Natürlich, eine auf Vorrat zu halten, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn dann halt mal die Karte verreckt, dann stehst du nämlich erstmal da und dann muss es schnell gehen eigentlich, ne? Ja, dann stehe ich da und guck blöd. Aber dann ist die Karte halt auch wieder älter und dann sagt man, ja, toll, jetzt habe ich die Karte, jetzt sind wieder neuere rausgekommen und dann fliegt die wieder rum und dann müssen wir ja wieder gucken, ja, Gebrauch verkaufen ist so und so immer eine Sache. Wer kauft denn das noch? Und so, da kriegst du 1 Euro bei eBay, toll. Das deckt noch nicht mal einen Versand. Nee, das soll jetzt hier keine. Ich schweife hier tatsächlich ab, aber wie gesagt, was will ich denn jetzt hier noch groß am Spiel erzählen, ne? Das Spiel ist zu Ende und naja, deswegen so ein kleines Newsflash noch so ein bisschen hier reingebracht. Naja, die meisten Leute werden wahrscheinlich erst die ersten 5 Minuten gucken und dann schalten sie ab, ne? Ich kenne euch doch, ihr seid auch sowas hier. Nee, nichtsdestotrotz, ich sage jetzt einfach mal, ja, wirklich vielen Dank für alle, die mir die Treue halten oder immer noch die Treue halten. Ja, ich sehe es ja auch, dass Leute kommen und gehen, natürlich, das ist ganz normal, so Fluktuation. Und ja, aber es gibt noch alte Eingesessene hier, die sind eigentlich schon, ja, fast seit Anbeginn da, die Urgesteine hier. Und das sage ich wirklich ganz dick Danke, natürlich auch für alle Neue, die jetzt dazu erst gekommen sind. Ihr seid einfach hier ihr seid das Volk, ihr seid die mich unterstützen in und ich mach's gern für euch, also einfach, ja. Gut, dann sage ich einfach mal bye bye, bis zum nächsten Projekt, euer Lego.